Ja, guten Morgen. Da ist wieder mal die Jemi. Ein neuer Start, ein neuer Tag. Mein Omniblend 5. Also, ich bin ja so begeistert. Und ich möchte heute mit euch einen ganz gesunden Smoothie machen. Ja, fangen wir gleich mal an. Ich habe grünen Salat, ein bisschen klein geschnitten, natürlich gewaschen, ganz klar. Dann habe ich ein paar Basilikumblätter. Ein bisschen Petersilie, leider habe ich nicht mehr, weil mein Petersilienstock, der wächst diesmal nicht so, wie er soll. Dann gibt es diesmal dazu Kohlrabi. Dann zwei Karotten. Dann haben wir natürlich einen Apfel. Eine Banane. Und was ich heute noch habe, das ist Grün von Fenchel. Ich möchte das einfach mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Und ich mache das jetzt einfach mal ein klar, dass das dann mal passt. So, jetzt haben wir schon alles da drin. Und noch ein, sag ich das mal, ein Esslöffel für die Chiasamen. Also ich liebe diese Chiasamen. Also ist die mit Müsli, im Joghurt, überall ist sie die. Und die kommen halt in meinen Smoothie. Und dann natürlich ein Glas Wasser dazu. Deckel drauf. So. Unseren lieben Freund da einschalten. So. Und los geht's! Pfeift ja recht brav, damit man auch weiß, er ist jetzt fertig. Dann können wir ausschalten. Und dann schauen wir mal. Ich zeige euch das mal. Ist das nicht ein Traum? Leckerer, cremiger, fluffiger Smoothie. Also ich mag das auch, wenn es ein bisschen dick ist. Natürlich kann man da mehr Wasser dazu hernehmen, das ist ganz klar. Aber ich mag das eigentlich schon, wenn das ein bisschen Konsistenzen hat und nicht so wässrig ist. Ich probiere nochmal. Er schmeckt wirklich fantastisch. Ich kann es euch nur empfehlen, mixt euch solche Smoothies. Also für mich im Moment, es gibt nichts Besseres. Da lasse ich sogar jede Tafel Schokolade liegen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich lasse mir natürlich noch viel mehr Sachen einfallen mit dem tollen Mixer. Und probiert es mal aus. Pfiat euch, eure Jemi.